Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns einen richtig coolen kleinen EDC-Rucksack an. Ganz neu von Vanquest. Und zwar das Modell Katara 16. Wobei der Name ja natürlich dann gleich die Liter-Volumenzahl verrät. Nämlich ein 16-Liter-Volumen-Rucksack. Ja, was ist das Interessante an dem Teil? Aus der ganz neuen Serie, man sieht schon, ist ein bisschen anders aufgemacht, hat hier nicht nur Cordura-Material, sondern hier so ein gummiertes Material auf der Seite angebracht. Aber er hat ein paar interessante Feature. Womit fangen wir denn mal an? Gut, wenn wir den gerade mal von hinten haben, können wir das hier mal erwähnen. Mit dem Tragesystem ist es natürlich ein wunderbarer Rucksack. Den man hier schön Brustgurt festmachen kann, dann hält er recht stabil. Was ich mal hier schön gelöst finde, ist die Halterung von diesem Brustgurt. Das ist hier auch mit diesem gummierten Material und Druckknöpfen versehen. Und da kann man das wunderbar wegmachen und muss nicht sich so brutal viel rumschlaufen. Bisher war das immer mit Schlaufen versehen oder noch mit weiteren Bändern, die man dann nochmal folieren konnte, wenn man es abgemacht hat und nachher nicht mehr alles zusammengefunden hat. Das finde ich eine coole Geschichte. Einfach hier geschwind durch. Auf der anderen Seite Druckknopf, zack, Brustgurt hält. Kann man auch mal schön eine Stufe weiter nach oben setzen oder runter, je nachdem, wo man ihn gerne haben möchte. Neuerdings sind so überall nochmal zusätzliche so graue Gletschstreifen mit dabei, um, wie zum Beispiel hier unten sieht man schön, überflüssig langes Material von Bändern zusammenrollen zu können. Wenn man jetzt aber sagt, ich muss den ständig vom Rücken nach vorne holen, so ne, wie die Fahrradkuriere zum Beispiel, die ständig wieder in den Rucksack greifen und sagen, mir ist eigentlich so ein Rucksack mit einem Gurt lieber, so ein Sling-Rucksack, so ein Gearslinger, dann kann man auch einfach hingehen und entfernt einen dieser Gurte. Das ist nämlich cool gemacht, der ist einmal hier oben mechanisch eingehangen, da kann man den aushängen. Und hier drunter, hier oben ist auch ein Druckknopf, den kann man auch mal öffnen. Und dann kommt massives Glätt. Und hier sieht man, hier drunter ist der Gurt. Also das hält angeklettet. Das heißt, den kann man einfach abmachen. Hier wieder zumachen. Hier unter diesen Gummibändern ist auch unten ganz einfach der Gurt zu entfernen. Ne, können wir mal rausnehmen. Also das hält wirklich gut. Auch die, keine Angst haben, dass man das verliert. So. Dann kann man das noch hier oben vorsichtig rausfriemeln und aushängen. Das heißt, das Gewicht hängt hier nicht nur am Klett, sondern auch noch fest vernäht an dieser Lasche. So und so, schon hat man einen Gurt weg. So, dass dieses Teil hier unten nicht unnötig in der Gegend rumbändelt, kann man das hier unten öffnen. Und kann dann hier das Zeug, das überflüssige Bandmaterial da unten reinstopfen. Ne, und aus dem Auge, aus dem Sinn. Das verschwindet dann da schön. Ja. Und dann machen wir das gleiche Spielchen hier auf der anderen Seite. Ja. Die sind wirklich stabil. Dann hängen wir den auch hier aus. Das ist so ein bisschen Rucksackbasteln. So, dann hängen wir ihn auf der anderen Seite ein. Und wieder hier drunter. Was cool gemacht ist, damit man wieder genau positionieren kann, haben sie hier mit einer orangenen Naht sozusagen die Stelle vorgegeben, wo man es dran kletten soll. Das ist nicht schlecht. Dann sitzt das immer wieder schön genau. So, anpassen, jawohl. Und hier drüber, zack. Und schon habt ihr euch so einen Gearslinger-Rucksack gebastelt, den man hier ganz schnell, wenn man ihn auf dem Rücken hat, nach vorne bringen kann, um was rauszunehmen oder wieder reinzustecken, ohne dass man ihn abziehen muss. Ne? Je nachdem, auf was man so steht. Oder man kann natürlich das komplett entfernen, wenn man das hier einfach nur so als Tasche mitnehmen will. Wenn man eh immer nur zwischen Auto und Büro unterwegs ist oder sonst irgendwas. Aber ich meine, so ein
Tragegurt auf dem Rücken ist immer praktisch, denn man hat immer die Hände frei. Ja, Klett ist ausreichend stark. So, wieder zusammenbauen, hier durch. Das ist wirklich cool gemacht, das System. Und man muss sich nicht entscheiden, ob man so einen Single Rucksack, Tragegurt Rucksack will oder einen normalen Rucksack, sondern man kann sich das einfach je nach Bedarf konfigurieren. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das ziemlich flott. Ja, cool gemacht, die orangene Nähte, da sieht man genau, wo man den ansetzen muss, damit er wieder schön gleich sitzt wie auf der anderen Seite. So, alles schön wieder zukletten. Druckknopf, das Teil holt man wieder hier raus. Zack. Hier unter die, hier wieder rein. Gummiband drüber. Und fertig ist wieder euer normaler Rucksack mit zwei Gurten. Das ist wirklich cool. Kann der User anpassen, wie er ihn gerade braucht. Okay, wo machen wir weiter, wenn wir schon an versteckten Sachen sind? Hier vorne unter diesem vorderen Teil mit der großen und der kleinen, der großen und der kleinen Tasche, die kleinere ist oben. Also auch nochmal auf der Seite Klett auf beiden Seiten. Und an der Innenwand ist auch Klett, ne, so aus dem Amerikanischen, das kennt man, da kann man dann hier zum Beispiel hier so ein Pistolen-Carrier oder irgend sowas rankletten oder so taktische Ausrüstung. Ist aber auch nicht schlecht, nimm mal an, an einem heißen Tag wird es dir dann doch zu warm und du musst die Jacke oder Pullover ausziehen. Kannst du im Notfall auch mal hier prima durchschlaufen und so hast du deine Jacke schnell hier außen am Rucksack verstaut. Oder ein Pullover durchziehen oder irgendwas, wenn es hier zu warm wird oder mit dem Fahrrad unterwegs bist. Kannst du hier auch mal ein Kleidungsstück schnell durchschlaufen, um es nicht zu verlieren. Okay, Vorderseite Molle, die normalen kleinen Schlaufen, aber auch hier so große. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Bestimmt auch sinnvoll für was zu gebrauchen. Was hier dann auch wieder super cool ist, sind hier die großen kunststoffummantelten Schlaufen und wie ihr seht, die Reißverschlüsse laufen prima. Hast du schnell im Zugriff und auch hier oben wieder schön, könnt ihr verschließen, könnt ihr abschließen das Fach, das Hauptfach ebenfalls, das kleine Fach hier vorne nicht. Da kann man schön einen Schlüsselring durchziehen oder ein kleines Schloss oder ähnliches. Einfach um einen, naja, Diebstahlschutz oder verschlossenes Behältnis oder wie auch immer zu schaffen. Schauen wir mal in das vordere Fach rein. Da haben wir immer schön jetzt ausgekleidet mit diesem orangenen Material. Große Tasche, kleiner Karabiner, zwei kleine. Hier innen haben wir dann noch eine Netztasche, durchsichtig ein bisschen. Man sieht also schon, was da drin ist, wenn man was sucht. Und auch selbst hier drin die gute Schlaufe. Bisschen knistrig das Material, aber ich denke ziemlich robust und mit dem Orange sind helle Farben innen einfach, um Sachen besser zu finden. Hier oben in dem Fach, das ist das komplette Fach, vorne ist mit einer Klettfläche versehen und das Ventquest reingestickt wurde. Da könnt ihr also wunderbare Patches anbringen. Das Fach hier oben, großes Fach und dann große gummierte Schlaufen, also groß genug auch für größere Gegenstände. Die sind also wirklich groß dimensioniert. Ups. Also selbst so was Fettes passt hier rein. Und innen haben wir wieder eine Netztasche, die so ein bisschen durchsichtig ist, dass
man zum Beispiel auch gleich sieht, was man drin hat. Passt sogar auch erstmal was rein. Kleines Fach oben finde ich gut, so die Unterteilung. Zwei Drittel, ein Drittel Fächer, um es schön zwischen kleinen Sachen und großen Sachen aufzutrennen. Oben haben wir einen schönen fest vernähten Griff. Gut gepolstert. Kann man auch mal länger dann hier tragen. Wenn man das obere Fach aufmacht, haben wir hier diese seitlichen Begrenzer erstmal, um einfach von oben in den Rucksack greifen zu können, dass er nicht immer gleich ganz aufgeht. Da kann man nochmal von oben Material stopfen. Wenn man sagt, ich muss jetzt hier mal richtig stopfen oder Material unten anbringen oder in die Taschen, macht man hier auch wieder an diesen Gummibänder diese Druckknöpfe auf. Also die halten gut. Von allein gehen die nicht auf. Und dann kann man den Reißverschluss bis nach ganz unten durchziehen. Man kann zum Beispiel beim Packen das Ding schön schon von unten beladen. Oder wenn man natürlich hier an der kompletten Fläche hier innen, das ist auch Klettmaterial, noch weitere Sachen anbringen möchte. Darin kann man zum Beispiel ein kleines Reisenotebook unterbringen, ein Surface, ein Tablet oder eine Trinkblase, wenn man länger unterwegs ist. Wir haben hier oben durch unter dieser Abdeckung das Loch, um den Schlauch einer Trinkblase durchzumachen. Hat hier die Möglichkeit, sie oben anzuhängen mit dieser Klettschlaufe. Kann hier, ja, was wird da reinpassen? 2 Liter Trinkblase, je nachdem, ob was flach haben will oder dicker, nutzen wir wahrscheinlich auch eine 3 Liter Trinkblase, wenn man sie groß genug kauft, bis oben hin. Oder wie gesagt, schön gepolstert. Surface müsste reinpassen, ein Tablet, iPad oder ähnliches. Oder mal eines dieser kleinen Reisenotebooks, 12 Inch oder so, könnte man hier hinten dran auch noch sicher verstauen. Innenseite, auf den Seitenwänden haben wir hier eine Tasche. Passen auch wieder größere Gegenstände rein. Davor noch Gummischlaufen, je nachdem. Hier haben wir eine riesige Netztasche. Die ist auch immer geklettert und lässt sich auch ganz öffnen. Da kann man dann auch noch mal irgendwelche zusätzlichen Sachen dran kletten für weitere Halterungen, ne? Je nachdem, für was man das einsetzen will, medizinische Zwecke, taktische Zwecke, gibt es da mit Sicherheit genug Klettzubehör, um weitere Sachen hier befestigen zu können. Und hier oben noch mal ein kleines Fach für, naja, da kann man bestimmt gut Sonnenbrille reinpacken oder Geldbörse oder ähnliches, kleine Utensilien im Hauptfach. Ja, auch hier innen drin wieder die guten Schlaufen, uns regelrecht aufreißen zu können. Ja, lässt sich also bis runter öffnen, was natürlich einfach macht, hier das ganze Ding zu bestücken. Ja, cooler Rucksack für EDC oder andere Zwecke. Ist auf jeden Fall variabel genug, um ihn auch mit zusätzlichem Zubehör entsprechend zu bestücken. Ja, Vanquests neuer EDC-Rucksack mit 16 Liter, umbaubar von 2 auf 1 Riemen, um es hier so als Gierslinger zu verwenden oder komplett wegzumachen. Je nachdem, wie man sich das Ding hier konfigurieren möchte. 16 Liter, großes Hauptfach mit Innentaschen, 2 weitere Taschen vorne mit weiteren Innentaschen, also auch genug Staumöglichkeiten. Und hier nochmal ein komplettes Fach, um hier irgendwas Taktisches anzubringen oder, naja, ich würde sagen, an warmen Tagen kannst du dir da die Regenjacke durchschlaufen. Ne? So ein Ding lässt sich zivil wie natürlich auch taktisch nutzen. Oder ganz normal im Alltag als EDC. Das Ding hat mit 16 Liter genau die richtige Größe für Everyday Carry. Ja, cooles Teil. Vanquests neuer Katara 16 Liter
hat die Vanquest Nummer 77411-6CT. Okay, dann sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Cooler kleiner EDC-Rucksack, muss ich sagen. Gefällt mir schon mal echt gut. Okay, das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hebeli. Macht's gut. Bye, bye.